Franzose, noch dazu einer, der hier weder geboren noch gestorben ist, sondern lediglich anderthalb Jahrzehnte im Exil verbrachte, ist die große Identifikationsfigur auf Guernsey, einem britischen Kronbesitz im Golf von Saint-Malo. Überall auf der Kanalinsel finden sich Spuren von Victor Hugo. Der Schriftsteller wird hier verehrt, als habe er nie woanders gelebt. In den Candy Gardens wurde dem geistigen Schöpfer von Werken wie dem Glöckner von Notre Dame oder Die Elenden im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal gesetzt. Hauptanlaufstelle für Literaturjünger ist Hugos einziges Anwesen in der Inselhauptstadt St. Peter Port. Das Hortville House dient heute als Museum und kann ausschließlich im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Viele der Zimmer wurden von Hugo selbst entworfen und nach seinen Vorstellungen mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Über einem Haus sind Hugos Initialen VH zu finden, auf den Holzvertäfelungen, den Delfter Kacheln des Esszimmers, im blauen und roten Salon, im Schlafzimmer oder der Bibliothek. Der unumstrittene Lieblingsraum des Schriftstellers, der 1852 von Kaiser Napoleon III. In die Verbannung geschickt wurde, war das verglaste Dachstudio. Mit Blick auf den Hafen sowie Castle Cornet verfasste Victor Hugo in seinem Kristallpalast unter anderem den Roman Die Elenden und die auf Guernsey angesiedelte Erzählung Die Arbeiter des Meeres. Gern brach Hugo zu ausgiebigen Wanderungen entlang der spektakulären Klippenpfade von Guernsey auf. Dabei genoss er nach eigenen Worten insbesondere das Atmen des Meeres und das Atmen der Blumen. Zu den Lieblingsorten von Hugo zählte Zeit seines Lebens auch der weitläufige Hafen von St. Peter Port mit dem stolzen Castle Cornet. Hugo soll einmal gesagt haben, die Kanalinseln sind ein Stück Frankreich, das ins Meer gefallen ist und von England aufgesammelt wurde. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Denn Guernsey besteht durch eine Mischung aus französischer Lebensart und britischem Lifestyle. Ebenso